Wir erleben durch die Digitalisierung heute einen Umbruch der Medienlandschaft. Die klassischen Medien, die sich sehr stark und deutlich unterschieden, Print, Radio, Fernsehen, wachsen zusammen. Das ist das, was man Konvergenz nennt. Sie unterscheiden sich immer noch, aber gleichwohl alle fangen an, mit O-Tönen, mit Bewegtbildern, mit Text zu arbeiten. Und das bringt eine größere Nähe der Medien zueinander. Das ist nicht nur ein Risiko, das ist ja auch eine Chance. Die Vielfalt wird weiter zunehmen. Die Möglichkeiten, auch die darstellerischen für Journalisten, nehmen enorm zu, egal auf welcher Plattform man arbeitet. Das Risiko für alle Medienunternehmen und damit auch für Medienschaffende liegt darin, in dieser Fülle des Angebotes mit den jeweils eigenen Angeboten erkennbar zu bleiben. Und dafür braucht man starke Marken, dafür muss ein Absender erkennbar bleiben. Man muss wissen, wenn man die Tagesschau sieht, sie kommt von der ARD, egal ob man sie linear im Fernsehen, ob man sie in der Mediathek, ob man sie als App auf dem Handy oder auf welcher Plattform auch immer empfängt. Das ist die Herausforderung.